Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute reden wir über Mobilität, und zwar die Mobilität, die ihr noch selber in der Hand habt. Ich bin heute auch in irgendeiner Form mobil gewesen, denn ich bin heute Morgen schon wieder von Berlin nach, ihr könnt es im Hintergrund angedeutet sehen, nach München gereist. Befinde mich jetzt gerade in einem großen herrschaftlichen Besprechungsraum, von dem ihr nur einen Auszug seht, bei Getex, dem Handelsplatz, den ihr von Scalable ohnehin kennt. Sage an der Stelle ein kurzes Danke an Robert, an Lars, an Marile für die Gastfreundschaft und die schnelle und spontane Aufnahme hier. Wir wollen über Mobilität reden. Das ist insofern ganz gut, denn für mich geht's heute in der Tat auch mit dem Auto weiter, dann nach Südtirol. Und wir wollen, Christian, darüber reden, weil wir etwas vorbereitet haben, was wir mit Wisdom Creamer wieder abgestimmt haben, und zwar den Wisdom Tree Global Automotive Innovators ETF. Um den soll es heute gehen. Tja, ich bin wieder brav in Berlin, bin ja ohnehin nicht automobil, habe vor einigen Jahren auch das letzte Auto abgegeben, aber Carsharing, Mobilitätsplattformen, das ist ja auch ein Aspekt von Mobilität, den ihr in diesem ETF wiederfindet. Und wie es sich bei 1+3 gehört, werden wir nicht nur über den ETF sprechen, sondern haben uns auch wieder drei Aktien herausgeholt. Zwei große Automobilhersteller, und nein, es ist ausnahmsweise mal nicht Tesla dabei, und ein Unternehmen, das zeigt, dass man im Automobilgeschäft, das ja eigentlich extrem zyklisch ist, auch langfristig compounden kann. Sehr kontinuierliches Wachstum mit fetten Gewinnen. Ja, vor allen Dingen geht es dann darum, was passiert, wenn die Autos, naja, vielleicht gar nicht mehr so viele Autos sind. Aber das gucken wir uns im weiteren Verlauf an. Jetzt vielleicht erstmal eins, was fehlt, der Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments, und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko, und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer. Schauen wir rein in den WisdomTree Global Automotive Innovators ETF und fangen wir mit den Rahmendaten zunächst mal an. Wir sehen, dass das Fondsvolumen noch relativ gering ist mit 1 Million Euro. Denen stehen Gesamtkosten gegenüber von 0,45, wo wir auch von unserer Seite aus sofort sagen, ja, das liegt so am oberen Ende dessen, was wir zu akzeptieren bereit sind. Was man dafür bekommt, ist dann allerdings auch ein sehr, sehr breiter Korb von Unternehmen, die im Automobilsektor tätig sind, so will ich es mal formulieren. Wir gehen ja gleich ein bisschen auf die Einzelwerte auch ein, die im Fonds enthalten sind, aber bleiben wir mal zunächst bei den Unternehmen, um die es hier geht, denn es sind 100. Davon haben die Top 10 Unternehmen immerhin einen Anteil von 26%. Also man merkt schon, das ist jetzt nicht eine reine Kapitalisierungsgewichtung sein, sondern muss irgendwie anders funktionieren. Was aber schon auffällt, ist, dass die Preiswürdigkeit dieses Sektors, den wir ja auch bei verschiedenen deutschen Automobilaktien schon mal immer wieder angesprochen haben, sich hier auch in irgendeiner Form in das Fondsvermögen reinträgt. 10,7 beträgt das durchschnittliche KGV und 2,3% beträgt die Dividendenrendite. Also da passiert ein bisschen was auch bei den Ausschüttungen, obwohl es auch Unternehmen in den Top 10 gibt, die keine Dividenden zahlen. Was seit Auflegung des Fonds vor knappen 2 Jahren so alles passiert ist, das könnt ihr euch selber in den Unterlagen angucken, für die es sich gerade lohnt, entweder rechts ranzufahren, weil ihr seid noch in keinem autonomen Fahrzeug, autonomes Fahren wird heute auch noch ein Thema sein, ihr seid noch in keinem autonomen Fahrzeug unterwegs, aber wenn ihr im Taxi unterwegs seid, dann braucht ihr nicht rechts ranfahren, dann geht's auch so, auch das wäre dann Automobilität. Und was dann eben noch so ein Thema ist, Top-Länder. Da der US-Anteil lediglich bei 35%, Japan mit knapp 20, China mit 15% mit dabei. Und was man auch bei der Fondshistorie, bei der kurzen Fondshistorie sehen kann, dass es einen relativ starken Gleichlauf mit dem MSCI World gibt. Das ist insofern beachtenswert, dass wir bei einem anderen Branchenindex
eine gewisse Underperformance festgestellt haben. Hier gibt es einen Gleichlauf und das kann eben auch daran liegen, dass die Unternehmen sich etwas anders zusammensetzen, als sie das in so einem typischen kapitalisierungsgewichteten Index, wie er von MSCI dann eben berechnet wird, tun, Christian. Denn das fällt ja schon auf. Wenn man sich die Top 10 anguckt, dann ist man, ja, klar, man ist zunächst mal weltweit unterwegs, aber man hat eben auch so ein paar Unternehmen sofort mit im sichtbaren Bereich, wo man jetzt sagt, ja, klar, ist auch Automobilität, aber ist ja ganz erkennbar kein Automobilhersteller. Naja, ist auch ganz gut so, dass es nicht einfach kapitalisierungsgewichtet ist, denn sonst hätte man einen gewaltigen Klumpen. Es gibt ja einen nicht handelbaren MSCI Automotive Index und in dem es 41% Tesla und 19% Toyota, also zwei Werte, die 60% ausmachen. Und da kann man eigentlich zufrieden sein, dass das nicht bislang als ETF verbrieft wird, denn wer Tesla und Toyota separat investieren möchte, der kann das eben tun, indem man die Aktie kauft. Nein, wir haben hier einen extrem breiten Ansatz. Ich würde sagen, unter allen Automotive ETFs den breitesten, nicht nur wegen der Zahl von 100 Aktien, sondern auch wegen des Konzepts. Wobei der Name Global Automotive Innovators eigentlich ein bisschen irreführend ist. Das liest sich ein bisschen so, als würden da speziell die Automobilwerte ausgesucht, die sich als besonders innovativ herausgestellt haben. Dem ist mitnichten so, sondern es ist eine extrem breite Abdeckung des Sektors. Es sind nicht nur Hersteller dabei, sondern auch Zulieferer, Händler, Werkstätten und, ja, das schöne Wort, Mobility Service Providers, also Plattformen wie etwa eine Sixt, sprich Mietwagen, Infrastruktur, all das ist mit drin. Entscheidend dafür, dass Unternehmen berücksichtigt werden, ist zunächst nur, dass 50% vom Umsatz im Autogeschäft tatsächlich erreicht werden. Das ist insbesondere wichtig, wenn wir auf Hightech-Unternehmen schauen, wie eine Nvidia, eine Meta, eine Qualcomm, eine Alphabet, die ja allesamt irgendwas mit Autos machen. Auch Apple mit Apple CarPlay, die da eine wichtige Position haben. Aber für die Umsätze ist das noch nicht das Riesenthema. Wir haben also hier wirklich bei WisdomTree den ganz klaren Fokus auf Automotive, das dann möglichst breit und wie wir es kennen von WisdomTree in Zusammenarbeit mit einem externen Kompetenzpartner. In diesem Fall ist das die auf Mobilität spezialisierte Unternehmensberatung Barrels aus München, die nämlich genau die Identifikation dieser Aktien vorantreibt und dazu auch noch zwei Scores berücksichtigt, nämlich einen sogenannten Focus-Score, der eher qualitativ die Strategie, die Markenstärke von Unternehmen beurteilt und einen stärker quantitativ orientierten fundamentalen Score, der solche Themen wie Bewertung, Unternehmensqualität, Verschuldung und auch Kursmomentum berücksichtigt. Und aus diesen Scores wird dann ein Mittelwert gebildet. Die besten 100 nach diesem Score sind dann drin und sie werden eben weder gleichgewichtet noch einfach nach Kapitalisierung gewichtet, sondern nach dem Börsenwert des handelbaren Streubesitzes, allerdings in einem Band. Jedes Unternehmen bekommt bei der halbjährlichen Neugewichtung mindestens 0,5%, wird aber gleichzeitig gekappt bei 2,5%. Man will also keine Klumpen, man will aber auch nicht, dass Unternehmen, die durchaus wichtige Beiträge für Aktionäre liefern können, erdrückt werden von der Kapitalisierung beispielsweise einer Tesla. Und daran sieht man schon mal, dass CATL, also ein chinesischer Batteriehersteller, in den letzten Monaten ganz gut gelaufen sein muss, genauso wie im Übrigen der General Motors, die wir uns genau deswegen auch in der heutigen Ausgabe mal anschauen wollen. BYD, auch in den letzten Wochen wieder stark gelaufen. Wir werden aber keinen Blick, Christian, unter die Haube und in die Zahlen des chinesischen, ja nicht nur Elektroautomobile Hersteller machen, denn Verbrenner werden ja, wenn ich die letzten Sachen richtig weiß, auch noch informiert. Und nicht zu vergessen,
Flughafenbusse und überhaupt Busse werden von BYD auch sehr intensiv festgestellt. Und naja, bei Infineon, da ist es eben so, also ich glaube, da ist es in Ordnung, Christian, wenn ich verallgemeiner über Chips, da können wir uns beide drüber unterhalten, wenn es um Kartoffelchips geht, aber um Computerchips, da ist unsere Expertise doch eher überschaubar. Ja, aber das ist genau das Interessante und Besondere an diesem Ansatz. Eine Infineon ist drin, weil deren Halbleiter wirklich für die Automobilindustrie in großem Umfang verwendet werden. Das ist ein Fokussegment bei Infineon, während das etwa bei Nvidia oder bei Qualcomm nicht diese wichtige Hürde für die Einbeziehung erreicht. Und das ist halt auch ein großer Unterschied zu anderen Produkten. Etwa von Xtrackers gibt es einen Mobility ETF. Da haben Nvidia, Meta, Qualcomm und Alphabet in Summe allein diese vier Werte 20%. Und naja, das sind jetzt keine klassischen Mobilitätswerte. Vielleicht ja von der Bedeutung irgendwie für den Sektor schon, aber eben nicht das Thema Mobilität als Determinante der aktuellen Zahlen und damit auch der aktuellen Börsenstory. Oder wir haben von iShares etwa einen ETF mit Fokus auf Elektromobilität und da sind dann 27% Halbleiter alleine drin. Insofern hier wirklich unter dem Stichwort Global Automotive Innovators der breiteste und ich will auch sagen, reinrassigste Automobil-ETF, den man haben kann. Und dass Innovators drinsteckt, naja, das ist eigentlich ja auch logisch, denn Unternehmen, die keine Innovation vorantreiben, die werden nicht mehr allzu lange existieren und damit sowieso über kurz oder lang alleine schon von der Kapitalisierung, aber auch vom Focus Score und vom Fundamental Score aus dem Universum herausfallen. Wobei 100 Werte, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da hat man weltweit wirklich viel nachgezeichnet, inklusive eben, und das ist ja wichtig, auch der Emerging Markets. Wir haben 14% China-Anteil und du hast Cattle, also Contemporary Amperex Technology angesprochen, den großen chinesischen Batteriehersteller, der hier das Schwergewicht ist, den man aber separat gar nicht investieren kann, denn die Aktie wird nur in Shenzhen gehandelt. Es gibt keine ADRs und wenn ihr die euch ins Depot holen wollt, na, ich glaube, der realistischste Weg wäre, nach China auszuwandern und dort dann ein Depot bei einem lokalen Broker zu eröffnen. Manche von diesen Werten kriegt man also gar nicht als Investor, wenngleich sie in noch spezialisierteren Themen-ETFs natürlich in höherer Dosis vorhanden sind. Aber der breite Ansatz auch überall alle Regionen, über alle Zeitzonen hinweg, ist sicherlich auch ein wichtiges Merkmal dieses ETF. Ja, und was man ansonsten auch noch sieht, ist, dass das Unternehmen mit dabei sind, die wir partiell auch noch gar nicht besprochen haben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Copart ist so ein Unternehmen. Das wird das dritte Unternehmen sein, was wir hier heute besprechen. Und man sieht dann parallel mit Tesla beispielsweise auch ein Unternehmen, was wir hier gar nicht besprechen werden, weil wir es vor ein paar Wochen schon getan haben und im Grunde genommen auch immer dieses heißblütige der Tesla-Anhänger und auch das heißblütige der Tesla-Gegner dann mitunter ein bisschen nervig ist. Deswegen gucken wir uns schon sehr, sehr wohl dosiert an. Das haben wir auch beim letzten Bull-Case und beim letzten optimistisch geratenen Case wieder gemerkt an, dass wir das sehr dosiert machen. Und eigentlich scheint es ja Ziel von Tesla zu sein, aus diesem Automotive Innovators ETF zu verschwinden, weil man sich ja eigentlich dem angeblich viel größeren Marktpotenzial der Humanoiden oder generell der Roboter verschrieben hat. Und vielleicht ist Tesla in 5 Jahren ein ganz anderes Unternehmen und fliegt wegen eines zu geringen Anteils von Automobilen, weil die Roboter so einschlagen und überall durch die Gegend laufen und mir hier vielleicht auch mal einen neuen Tee bringen könnten. Vielleicht funktionieren die auf einmal so gut, dass das alles klappt und Tesla daraus verschwindet. Aber vielleicht auch nicht. Ja? Es könnte ja auch sein, dass die Roboter dich Huckepack nehmen und dann mit dir ganz schnell irgendwo hinlaufen und dann hätten wir ja auch wieder eine Mobilitätsfunktionalität und wenn Tesla das dann nur zu diesem Zwecke vermietet, wäre das auch wieder rein rassiger Mobilitätsplattformumsatz und sie wären drin wie andere Mobility-Service-Provider, die insgesamt mit
mit aktuell 5% gewichtet sind. Die Händler und Aftermarkets, also beispielsweise Werkstätten, Zubehörhändler, sind mit 15% gewichtet, heißt logischerweise Zulieferer mit 35% und die Hersteller mit 45% haben hier ganz klar das Schwergewicht. Allerdings nicht in dem Umfang wie bei dem bislang einzigen ETF, der wirklich nur separat auf die Autobranche, den Autosektor geht. Das sind mehrere Produkte auf den Stoxx 600 Europe verfügbar, teilweise schon seit vor der Finanzkrise. Aber Mobilität ist halt ein globales Geschäft. Deswegen habe ich persönlich nie verstanden, warum es einen europäischen Automobiles und Parts Index auch noch als viermal ETF geben muss. Und hinzu kommt, dass eben die europäische Automobilindustrie, wenn du sie nach Börsenwert gewichtest, schon ziemlich klumpig ist. In diesem Stoxx 600 Automobiles haben wir 22% Mercedes, 15% Ferrari und dann jeweils mit 10-12% Stellantis, BMW und Michelin. Also zwei Drittel in fünf Aktien. Und da fragt man sich dann auch wieder, muss das sein? Kann man da nicht dann auch die einzelnen Aktien kaufen? Insofern ist die Basisfrage, die man sich als Anleger hier stellen muss bei diesem Automotive Innovators ETF von WisdomTree, will ich überhaupt in Automobilindustrie, in den Sektor, in der Breite investieren? Wie siehst du das, Tobias? Also ich glaube, dass ich dazu neigen würde, in einzelne Unternehmen an der Stelle zu investieren, das kann ich an der Stelle gar nicht anders sagen, weil natürlich auch in diesem ETF, auch in den Top 10, für mich Unternehmen mit dabei sind, wo ich mir sowohl in den Top 10 das eine oder andere an Gedanken mache, aber, und das ist ja der Komfort, den ihr auf der Website dann eben auch findet, wo ihr euch die gesamten 100 enthaltenen Unternehmen auch anschauen könnt, schon auch Gedanken darüber machen, wie dieser Automobilsektor in den nächsten Jahren eigentlich so umgedreht wird. Und da würde ich eher darauf gehen, dass ich bestimmte Einzelpositionen eingehe, wobei man an der Wertentwicklung aus meiner Sicht zumindest schon mal erkennt, dass der Ansatz hier zumindest auf Basis der letzten Monate der offenbar bessere ist, zumindest finanziell erfolgreichere. Aber man hat eben trotzdem auch viele Unternehmen mit drin, wie eine Ford, wie auch die von dir genannten Automobilhersteller, eine BMW ist auch in irgendeiner Form mit dabei, wo man sich dann fragen muss, wie zukunftssicher es wird. Und wird BMW das Unternehmen sein? Wird Volkswagen das Unternehmen sein? Wird eine Mercedes-Benz das Unternehmen aus Deutschland sein, was diesen ganzen Umbruch überlebt? Werden es alle sein? Wenn es alle sein werden, dann ist es für Automobiloptimisten sicherlich ein Thema. Ich bin bei dem ganzen Markt als solchem und vor den aufgrund der Umbrüche, die da anstehen, eher skeptisch. Und vor dem Hintergrund freue ich mich jetzt, dass wir quasi dazu übergehen, dass wir uns auch mal ein paar Unternehmen rausgepickt haben. Ein Unternehmen, mit dem fangen wir ja an, was nicht in den Top 10 ist, was auf Platz 14 bei der Gewichtung mit ist am Anfang, das ja gerade auch A in der Presse war, weil es B gerade Hauptversammlung hatte und C, weil, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, jetzt auch gerade die Dividende des Unternehmens anfängt einzutrudeln. Und damit sind wir gar nicht so weit weg von München in Stuttgart und bei Mercedes-Benz. Ja, diese Woche Dienstag war Zahltag für die Aktionäre von Mercedes-Benz. 5,30 Euro gab es aufs Konto, nochmal einen Schnaps mehr als im vergangenen Jahr. Und wenn man sich das Dividendenvolumen anschaut, dann ist Mercedes-Benz gemeinsam mit der Allianz der größte Dividendenzahler am deutschen Aktienmarkt. Da geht also richtig jetzt was raus. Leider eben nicht nur an deutsche Aktionäre, sondern viel von dem Geld geht ins Ausland, weil wir zu wenig Aktionäre haben. Aber
Gerade bei Mercedes haben wir eine lange Historie von Belegschaftsaktionären, die also jetzt auch noch mal ein Zuckerle oben drauf kriegen, die ja auch immer den Vorteil des bezuschussten Einstandspreises haben. Und den konnte man in den letzten Jahren, man muss fast schon sagen Jahrzehnten, durchaus gebrauchen. Genauso wie die Dividende. Denn ohne Dividende sah das zumindest per Saldo nicht so großartig aus seit Anfang 1999. Kurz vorher, damals November 98 zur Erinnerung, war ja die Hochzeit im Himmel. Der damalige CEO Jürgen Schremp hat die Übernahme oder die Fusion von mit Chrysler, damals so genannt, mit wolkigen Beschwörungen in den Himmel gelobt. Naja, was dann hinterher draus wurde, das war eine böse Geschichte. Dieter Zetscher hat das Ganze aufräumen müssen. Es gab immer wieder viele, viele gute Nachrichten von Mercedes, damals noch Daimler, aber in Summe über diese 25 Jahre ist die Aktie nie über 80 gekommen. Und wer immer so oberhalb von 70 gesagt hat, oh, jetzt muss ich raus, und dann irgendwann so zwischen 20 und 30 reingegangen ist, der hat ein richtig gutes Geschäft gemacht. Gutes Geschäft am Ende haben allerdings auch diejenigen gemacht, die einfach cool geblieben sind und die Dividende kassiert haben. Denn seit 1999 gab es in Summe 60 Euro Dividende. Der Fairness halber muss man sagen, in den letzten 3 Jahren davon ein Viertel, nämlich 15,50 Euro. Aber das ist eben mal eine ordentliche Hausnummer, die man hier bekommen hat. Und wenn man diese Dividende regelmäßig wieder angelegt hat, dann hat sich immerhin der Gesamtwert, wohlgemerkt brutto, denn die Steuern haben sich in diesem Zeitraum häufig geändert, hat sich der Gesamtwert immerhin verdoppelt. Gegenüber dem DAX, der rund 270% zugelegt hat, ist das allerdings noch immer zu wenig. Und man fragt sich ja gerade mit Blick auf die Ära Schremp, aber auch schon mit Blick auf das, was so in den 90er Jahren dort gelaufen ist in Stuttgart, was hätte dieses Unternehmen für Aktionärsrenditen erwirtschaften können, wenn man das viele, viele Geld nicht für Abenteuer ausgegeben hätte, sondern einfach solide deutsche Autos gebaut hätte und das, was man nicht fürs Geschäft braucht, den Aktionären gegeben hätte. Aber es ist passé. Wir haben jetzt immerhin ein fokussiertes Unternehmen hier. Alle Abenteuer der Vergangenheit sind beendet. Man hat sogar noch was rausgegeben an die Aktionäre, nämlich Daimler Truck Ende 2021 im Rahmen eines Spin-offs. Hat sich auch erfolgreich entwickelt. Und jetzt haben wir einen Autohersteller mit 150 Milliarden Euro Unternehmenswert an der Börse, der eigentlich gerne ein Luxusunternehmen wäre, wenn es nach dem CEO Ola Källenius geht. Aber so wirklich nimmt der Markt dem CEO das nicht ab, was man nicht nur an der Bewertung sieht, die nämlich gar nicht luxuriös ist, sondern je nachdem, wie man rechnet, bei 6, 7 oder 8 Mal Gewinn ist, auf jeden Fall im deutlich einstelligen KGV-Bereich, in dem Bereich also, wo es beim Kollegen Kramer schon so ein bisschen anfangen dürfte zu jucken, oder? Ja, grundsätzlich, na klar, ist das eine attraktive Bewertung, und dann guckt man eben rauf und sieht genau diese Zahlen. Man sieht eben eine verheerende Aktienbilanz im Grunde genommen, und genau die Grenzen unter 30 kaufen, über 70 verkaufen, ist eine auch im Übrigen des Öfteren schon von mir auch wahrgenommene Strategie, dass also auch Wirtschaftsredakteure das mitunter schon mal gesagt haben und das durchaus lustig gemeint haben. Und wir haben ja auch, Christian, eigentlich eine nicht so schöne Erfahrung hier mal bei Echtgeld TV mit Mercedes gemacht. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, die Aktie kann mittlerweile so günstig sein, wie sie will. Und dann finde ich immer mal wieder Momente, wo ich die Strategie ganz interessant finde. Bei der Fokussierung auf Luxus habe ich mich ehrlicherweise eher deswegen geärgert, weil ich mich zum einen gefragt habe, ob man auf der Basis dann das alles so fortsetzen kann, auch mit den entsprechenden Mitarbeitern. Da fehlt es mir dann immer ein bisschen bei dem konsequenten auch Ausdrücken dessen, was dann so anstehen dürfte. Denn wenn ich sage, ich möchte vielleicht nur noch
20 oder 30% der Anzahl der Fahrzeuge in Zukunft bauen, die ich bisher baue, dann geht es normalerweise auch damit einher, dass ich signifikant weniger Maschinen, signifikant weniger Personal brauche. Und das sind dann immer so Informationen, die dann nicht mitgegeben werden, weil das ist ja dann auch nicht der so schöne Faktor. Das Zweite, was ich bei Mercedes-Benz eben wirklich kritisch sehe, ist, man hat eine Marke wie Smart jahrelang über knapp 2 Jahrzehnte mit aufgebaut, sie lange Zeit defizitär geführt und genau in dem Moment, wo der Automobilmarkt durch Veränderungen, Sharing Economy und ähnliches reif ist, also überhaupt das ganze Thema Urbanität und immer weiter reifer wird für genau Kleinstfahrzeuge, zieht man sich aus diesem Markt zurück und sagt, nee, wir machen jetzt nur noch Maybach, wir machen jetzt nur noch G-Klasse, wir machen jetzt nur noch irgendwas S-Klassiges. Also den ganzen, sorry, Scheiß, der die Innenstädte komplett dicht macht mit irgendwelchen Karren, die 2 Tonnen wiegen, die einen grandiosen Verbrauch haben, wo ich dann ehrlicherweise nicht verstehe, warum man sowas braucht, aber da bin ich vielleicht anders gelagert. Aber ich verstehe diese ganze Strategie nicht und ich finde sie auch nicht besonders auf die Zukunft ausgerichtet bei dem, was an Anforderungen ja auch vom Gesetzgeber auf uns zukommen wird, mit Anforderungen an Verbräuche und so weiter. Bei der Elektromobilität sind sie, um den Punkt vielleicht auch noch kurz zu machen, in meiner Wahrnehmung auch bei bestimmten Dingen hinterher. Freunde von mir haben gerade ihre neuen Fahrzeuge bekommen und dann sehr schnell wieder abholen lassen, weil sie konnten sie gar nicht in die Werkstatt bringen, weil die einfach so gleich nicht mehr gefahren sind. Also von daher auch, was ich von im Moment von Kunden von diesem Luxusunternehmen höre, ist eher so, dass es an Erfahrungen, die man mit der anderen großen Luxusautomobilmarke Ferrari in den 80er Jahren verbunden hat, nämlich dass die Karren nicht funktionieren. Ja, allerdings war ein Ferrari immer ein bisschen rarer als ein Mercedes. Und das ist dann auch Luxus im Übrigen, ne? Also das. Genau, das ist dann Luxus. Also wir müssen halt darüber reden, wir haben ja 150 Milliarden Euro Umsatz und da willst du Luxus machen, um das mal auch in Zahlen von Fahrzeugen zu fassen. Mercedes hat in der Gruppe im vergangenen Jahr 2 Millionen Fahrzeuge, also in dem Bereich Cars, rausgegeben als Absatz. Davon sind 328.000 das sogenannte Top-End, also Maybach, AMG, S-Klasse, G-Klasse. Das sind nur 16% jetzt in Stückzahlen gerechnet, während du 54% Core hast, alles andere und dann 30% das sogenannte Entry-Segment inklusive des Smarts, über den ich jetzt ausdrücklich mal keine Witze mache. Ich persönlich sehe das Thema Mobilität nicht so emotional wie du. Also ob jetzt irgendwas die Innenstadt verstopft oder nicht, das musst du in der Innenstadt regeln. Das, was Autohersteller tun sollen, sind Produkte anbieten, die Kunden wollen, die Kunden begeistern, die Kunden faszinieren. Das macht Mercedes in vielen Bereichen sicherlich. Nur ob du das so weit skalieren kannst, da habe ich halt entsprechende Zweifel. Insbesondere auch, weil die Margen, die man hier sieht, ja jetzt noch lange nicht luxuriös sind. Es gab sicherlich immense Margenfortschritte in den letzten 2 Jahren, die aber auch knappheitsgetrieben waren. Jetzt gucken wir mal, wie das dann alles in normalen in einem normalen Umfeld ohne Pandemie, ohne die ganzen Verwerfungen aussieht. Und wir müssen jetzt einfach mal für die letzten 12 Monate sagen, die Umsatzrendite bei den Autos, also im Segment Cars, Personenfahrzeuge, war 12,6%. Das ist jetzt auch weit entfernt von Ferrari. Und spannend aber der hausinterne Vergleich. Man hat ja auch noch die Sparte Vans, also die Vitos beispielsweise, die Transport, teilweise Nutzfahrzeuge, da gibt es ja wirklich auch luxuriöse, aber auch eine ganze Menge, die dann beim Anstreicher irgendwo auf dem Fuhrpark rumfahren und die haben 15% Umsatzrendite. Das ist etwas, was Kelenius überhaupt nicht gefallen kann und insofern steht hinter der Strategie ein dickes Fragezeichen. Die
Absatzzahlen sind auch jetzt etwas rückläufig gewesen. Die Quartalszahlen waren so, dass man sagte, na, wir hoffen, dass wir jetzt im ersten Quartal, vielleicht Anfang des zweiten Quartals, die Talsohle durchschritten haben, sodass es fürs Gesamtjahr dann einen Umsatz auf Vorjahresniveau gibt, eine Umsatzrendite im CAS-Bereich von 10-12%, im VAN-Bereich von 12-14% und ein Free Cashflow, der leicht, lässt ja auch viel Interpretationsspielräume, der leicht unter dem zugegebenermaßen sehr guten Niveau des Vorjahres liegen soll. Also wirklich mutig ist das nicht. Es ist eine sehr langfristige Story, die Källenius da schreiben will. Die Frage ist, ob er so viel Zeit kriegt, insbesondere wenn es da mal konjunkturellen Gegenwind gibt. Das Einzige, was man Mercedes zugute halten muss an dieser Stelle, wenn es um den Zeitfaktor geht, anders als in manchen Phasen der Unternehmensgeschichte, ist man bilanziell und finanziell momentan sehr, sehr, sehr solide ausgestattet. Und auch wenn man ordentliche Dividenden zahlt, bleibt noch genügend Geld in der Kasse, um Investitionen zu tätigen und um Polster zu haben. Also bei den Margen, das ist eher für mich so ein Punkt, den ich sehr beeindruckend finde, weil du hast es ja angesprochen, mittlerweile, also sie haben ja noch diesen sehr, sehr großen Volumenbereich und trotzdem gelingt es ihnen, klar, auch aufgrund der Situation der vorangegangenen Jahre und der Lieferengpässe, trotzdem gelingt es ihnen aus meiner Sicht eine sehr, sehr attraktive Nettorendite von knapp 9% bezogen auf die letzten 12 Monate zu realisieren. Also das ist etwas, was mich noch nicht so kernbeunruhigt. Man sieht auch, dass in der Vergangenheit dann schon mal deutlich niedrige Netto-Renditen zu erzielen waren. Aber das ist etwas, was mir im Moment eigentlich ganz gut gefällt. Mich würde dann eigentlich interessieren, wie dieses Downsizing, was mit der Strategieankündigung eigentlich einhergeht, eigentlich so funktionieren soll, weil auch Mitarbeiterabbau, auch Zurückbau von Fabriken verursacht ja an irgendeiner Stelle Kosten, die in irgendeiner Form aufgewendet werden müssen. Ansonsten hält man bei Mercedes aber offenbar daran fest, dass bis 2030 in Märkten, wo es die Marktbedingungen eben auch gibt, ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeuge dann auch noch an den Markt bringen will. Also auch da bin ich vielleicht zu wenig und sind wir, Christian, auch zu wenig Automobilexperten, um einzuschätzen, inwieweit gerade für einen so auch historischen Verbrennungsmotorhersteller so eine Ankündigung überhaupt sinnvoll ist, ob sie gefordert ist. Also ich würde sie nicht fordern. Mir geht es da eigentlich am ehesten darum, dass ich hören möchte, dass man für alle Eventualitäten auch gerüstet ist. Denn es kann ja auch sein, dass Verbrennerverbote, die für einzelne Märkte, zum Beispiel für Deutschland getroffen wurden, auch in einer anderen und unter einer anderen Regierung wieder kassiert werden. Also von daher, das erscheint mir auch nicht so sinnvoll, das in der Form zu tun. Da hast du was angesprochen. Du sagtest eben so, ja, da bin ich nicht beunruhigt. Du weißt, ich bin auch überhaupt nicht beunruhigt. Ich mach mir um Mercedes-Benz keinerlei Sorgen. Es ist nur schlichtweg kein Investment für mich, wie ich generell Autoaktien auch nicht mag. Abgesehen von ganz speziellen Sondersituationen. Das wäre dann sehr verwegene Porsche oder einfach in einer spannenden Hülle eine Exor, wo ja unter anderem Ferrari und Stellantis drin stecken. Aber ich mag das Geschäft ansonsten nicht. Es ist extrem kapitalintensiv, es ist extrem zyklisch und zu allem Überfluss auch noch am Tropf des Regulators. Und je nachdem, was dem Regulator einfällt, rennst du mal in die eine Richtung, investierst viel Geld und stellst hinterher fest, oh, das war jetzt aber völlig falsch, sondern musst in die andere Richtung rennen. Und wenn wir sagen, der Regulator, dann hört sich das so homogen an, aber das ist ja gar nicht so. Wir haben, wie du schon erwähntest, unterschiedliche Länder, dann oben drüber noch die EU, unterschiedliche Märkte, alle wollen was anderes. Teilweise sehr umkämpfte Märkte wie China, wo sie immerhin auch 25 Milliarden Umsatz machen, 7% Rückgang jetzt dort bei den Absätzen, ja, und da muss ich sagen, nee, das ist mir alles zu undurchsichtig. Darüber hinaus, das trifft auch den ETF, den ich für wirklich gut gemacht halte, aber mich kickt das Thema Mobilität überhaupt nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich kein Auto habe.
Ja, also es war ja so, als wir Jungs waren, da hat man doch gesagt, also wir wollen mal richtig Geld verdienen, damit wir uns schöne Autos kaufen können. Ja, also been there, done that hatte ich und irgendwie bin ich da drüber hinaus und es interessiert mich nicht mehr so. Also wenn ich irgendwann autonom fahren kann, wenn es irgendwo Pilotprojekte gibt und ich bin gerade da in der Gegend, ja natürlich, cool, finde ich das spannend, das zu erleben, aber es ist jetzt nichts, wo ich mich laufend irgendwie für interessiere. Insofern bin ich bei dem Thema extrem leidenschaftslos und sage einfach nö. Und wir könnten bei Mercedes-Benz natürlich noch beliebig weitermachen. Aber an dem Punkt ist es eben einfach, glaube ich, deutlich geworden. Wir beide wünschen dem Unternehmen aus nationalem Interesse alles Gute und viel Spaß dabei, auf uns als Aktionäre zu verzichten, oder bist du da doch irgendwie, also über Bande bestimmt irgendwie, oder hast du ein Direktinvestment in Mercedes-Benz? Nein, habe ich überhaupt nicht. Mein Sohn hat tatsächlich eine Autoaktie und die er selbst sich ausgesucht hat, das war damals BMW. Weil er Mini eine Zeit lang ultra cool fand. Ja, es war auch das letzte Auto, was wir hatten, bevor wir es 2019 dann auch verkauft haben. Und das andere, was er dann noch reingekriegt hat, weil er damit einfach sehr, sehr gerne spielt, ist Tesla. Gucken wir mal, was daraus wird. Aber ich habe da als Investment-Story keine Faszination. Wie gesagt, Porsche ist eine ganz spezielle Geschichte. Ist eher, ja, verwegen strategisch, haben wir oft genug gehabt. Und in der GmbH habe ich halt die Exor, die sich aber nicht aus dem Auto-Hintergrund empfohlen hat, sondern weil es die vermögensverwaltende Gesellschaft, das Family Office des Agnelli Clans ist, der ja ganz bewusst auch das Unternehmen, anders als die Porsche Holding, wegdiversifiziert von dem automobilen Schwerpunkt, selbst wenn das noch viele, viele Jahre dauern wird. Und dann kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, was ich persönlich für eines der zwei spannendsten Automobil, zumindest noch Automobilunternehmen, halte, die es so weltweit gibt. Wir sind bei General Motors, einem Klassiker des amerikanischen Automobilbaus, könnte man denken. Nur so klassisch ist diese General Motors, die wir hier haben, nicht? Ihr seht möglicherweise, dass der Chart Ende 2010 beginnt. Und ihr sagt, Moment mal, das kann ja nicht sein. Der Laden ist doch viel, viel älter. Und das liegt daran, dass es da ja mal eine etwas größere Wirtschafts- und Finanzkrise gab. Und in diesen Zeiten begab es sich, dass die Vorstände dieser Unternehmen ja für ihre Hilfen, die sie beantragt haben, in einzelnen Privatjets, das war ein großes Thema damals, in einzelnen Privatjets nach Washington geflogen sind, bei der Regierung nicht so gut ankamen auf Basis dieses Verhaltens, also A, Privatjet, B, dann auch noch alle einzeln, denn die Herrschaften von Chrysler und Ford waren natürlich auch in irgendeiner Form mit dabei und sind auch reingeflogen. Damit hat man sich nicht so unbedingt Freunde gemacht. Und dann ist etwas passiert, was eine über 100-jährige Geschichte zunächst mal beendet hat und dann etwas Neues hat entstehen lassen, was ihr hier auf dem Chart seht oder auf dem Chart seht, wenn ihr rechts ranfahrt, ganz wie ihr wollt. Und das ist quasi die neue General Motors, Christian. Ja, die USA haben den Laden, der ja insbesondere wegen Finanzspekulationen und der Pensionsverbindlichkeiten dann bilanziell am Ende war, kurzerhand notverstaatlicht, haben selbst 61% genommen. Kanada hat sich mit 12% beteiligt. Dann die Automobilarbeitergewerkschaft, die UAW, musste man natürlich auch ins Boot kriegen. Das hat man gemacht, indem man ihnen 17% daran gegeben hat. Und der kümmerliche Rest, so von 10%, der war dann für die Gläubiger der ehemaligen GM. Und den Rotz hat man abgewickelt. Man hat einiges verkauft. Opel beispielsweise ja nicht mehr dabei, gehört inzwischen zu Stellantis, und da blieb dann halt ein schlanker, auf die USA fokussierter Automobilkonzern übrig. Chevrolet, Cadillac, GMC und Buick sind die Kernmarken, und den hat man im November 2010 dann wieder an die Börse gebracht. Das Interesse an dieser wiedererwachten amerikanischen Ikone damals war riesig. Nichtsdestotrotz gibt's Berechnungen,
wonach die US-Regierung an dieser Rettung etwa 12 Milliarden Dollar an Kapital hineingebuttert hat. Allerdings darf man nicht vergessen, damit wurden Millionen Arbeitsplätze gesichert und auch Steuereinnahmen, denn inzwischen ist der Konzern ja wieder profitabel, zahlt Steuern und alle Zulieferer und alles, was da dran hängt, alle Arbeiter zahlen auch Steuern. Insofern war das eine geglückte Rettung, ähnlich wie man das schon in der Bankenwelt gesehen hatte nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wenn man sowas in Deutschland versucht hätte, hätte es wahrscheinlich 100 Milliarden unterm Strich den Staat gekostet und das Unternehmen wäre inzwischen nach Irland ausgewandert und würde hier keine Steuern mehr zahlen. Aber das haben sie großartig gemacht. Ja, schön. Ich überlege mir gerade verschiedene Konstellationen, wie das hätte ablaufen können und wie wir darüber sprechen würden. Das Problem dabei ist halt nur, wir können gar nicht ausschließen, dass genau diese Scheiße in den nächsten 10, 15, in den nächsten 3, 5 oder vielleicht ja auch 10 Jahren passiert uns, dass uns bestimmte Notlagen der deutschen Automobilindustrie dann irgendwann treffen werden. Aber halten wir uns nicht damit auf, mit weiteren und vertiefenden Witzchen über die deutsche Automobilindustrie. Wenn wir die amerikanische haben, über die wir ein paar Witze machen können, die sind jetzt aber auch erledigt. Ich habe ja gesagt, ich halte es für eines der zwei spannendsten Unternehmen, damit wir den Cliffhanger hier gar nicht erst einbauen. Darf ich? Ja. Ich muss dir eine Frage stellen jetzt, also nochmal mit dieser Sache mit den spannenden Unternehmen. Du hast dich ja eben wortreich darüber beschwert, dass Mercedes so große, spritschluckende, schwere Autos baut, die die Innenstädte verstopfen, blub, blub, blub. Jetzt, wenn ich auf die Website von General Motors gehe und guck mir an, was läuft denn da so bei den Chevrolets und bei den Cadillacs, dann sehe ich diese riesigen Pickups. Gefällt dir General Motors deswegen jetzt vor allem, weil sie diese riesigen Autos im eigenen Land überwiegend absetzt? Der Fokus ist ja zu mehr als 80% auf die USA. Oder weil da jetzt so viel mehr Fläche ist als in deutschen Innenstädten? Oder warum ist dir dieses Thema da nicht so wichtig? Also, ich hatte gedacht, wir sind mit den Witzchen durch. Aber machen wir noch ein bisschen weiter damit. Also zunächst mal muss man ja sagen, die amerikanische Automobilkultur, anders kann ich sie ja gar nicht nennen, ist ein bisschen anders. Aus meiner Perspektive ist sie natürlich total bekloppt, wenn ich mir diese Riesen angucke, wo es Fahrzeuge gibt, in die ich 1,95 groß, in die ich reinklettern muss. Alles schon erlebt. Da kannst du den Smart auf den Beifahrersitz packen. Beifahrersitz wird noch schwierig, aber zumindest würdest du ihn eigentlich relativ leicht auf die Heckdingens da ja, ist doch cool. Ja, also grundsätzlich cool ist es natürlich schon, aber da auch in den USA meistens 1 bis 2 Personen in diesen riesigen Dreckschleudern sitzen, ist ein anderes Thema. Ein ernsthafteres Thema übrigens, weswegen mir auch klar ist, dass ein Smart beispielsweise auch in Städten keinen großen Erfolg haben könnte, ist die mitunter komplett runtergewirtschaftete Infrastruktur auch im Straßenbereich, wo es Schlaglöcher gibt, wo mein Verständnis für einen großen Pickup mit großen Reifen, mit einem langen Federweg eben signifikant steigt. Aber nein. Die haben wir in Deutschland übrigens auch. Man merkt, Röhli ist im Pöbelmodus. Ohne Witz, also wir hatten das habe ich in Deutschland so noch nicht gesehen, aber ich habe in New York mein Schlagloch gesehen. Das war eben so knapp 2,5 Meter lang und das hatte dann eben so eine Höhe. Und wenn ich mir da vorstelle, mit dem Smart lang zu fahren, ich weiß gar nicht, was da alles bricht, wo ich dann überall aufsetze, ob ich da wieder rauskomme, ob ich mich da überschlage, weil da vorne ist ja wie ein Frontalkreis. Das weiß ich wirklich nicht. Fahr mal nach Duisburg oder nach Schalke und dann guckst du mal weiter. Aber jetzt, was reizt dich konkret an GM, wenn es nicht die coolen Fahrzeuge sind? Also, erstens ist es ebenfalls wie bei Mercedes-Benz eine sehr, sehr günstig bewertete Aktie. Notiert im Moment mit einem KGV von um die 5,5 und das ist ja schon mal was ganz brauchbar ist. Das Zweite ist, dass sie sich auf dieses Thema Hybrides und Elektromobilität auch so einstellen, aber nicht mit so Blaupausen so großartig nach draußen gehen, sondern das relativ kontinuierlich machen. Und das im Übrigen auch mit dem ein oder anderen kleineren Fahrzeug, die es in der Produktpalette auch gibt. Ja, aber Mercedes startet halt seine Website in der Regel auch nicht
mit einer A- oder einer B-Klasse, sondern kommt dann auch eher mit einem G-Modell oder einer S-Klasse um die Ecke. Aber die Fahrzeuge gibt es, aber Bewertung ist günstig. Und last but not least, sie haben einen 80-prozentigen Anteil an einem Unternehmen, was sehr, sehr wichtig werden könnte und was in einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar eben auch ein Asset sein könnte, ja, was alleine einen solchen Wert von 50, vielleicht auch 80, vielleicht auch 100, also alles Makulatur, was ich da sage, rechtfertigt. Und das ist Cruise. Und das ist ähnlich wie bei Waymo, eine Technologie, die autonomes Fahren ermöglicht, die ja, bevor die nächste Witzchenattacke kommt, die wegen eines Unfalls jetzt zunächst mal, wo die Fahrzeuge, die mit Cruise-Technologie betrieben wurden, aus dem Verkehr gezogen wurden und wo man im Moment daran arbeitet, das wieder hinzubekommen. Aber es ist eine Technologie für autonomes Fahren, was GM-Fahrzeugen dann auf der einen Seite weiterhilft, was autonomen Ride-Services weiterhelfen könnte und da auch eine Verbreitungsform für die Fahrzeuge darstellt. Das ist eines der zwei, das ist das Zukunftsthema aus meiner Sicht im Automobilbereich, dieses Rennen um teilautonomes, weitgehend autonomes oder dann eben irgendwann vollautonomes Fahren. Das sind ja dann diese verschiedenen Level, die man da so hat. Wir sind im Moment schon ganz, ganz happy, wenn so ein Level 2 Fahren einigermaßen vernünftig funktioniert. Und der Nukleus des Ganzen ist dann eben das sogenannte Level 5. Also da muss man dann wirklich gar nichts mehr machen. Da gibt man wirklich nur noch das Ziel ein, greift auch selber gar nicht mehr ein, sondern lässt das Fahrzeug alles machen. Und da sind sie eben so unterwegs, dass sie einigermaßen zeitnah davon ausgehen, Level 4 zu machen. Und sie eben, ganz wichtig, auch schon in mehreren Städten in den USA mit diesen Fahrzeugen aktiv waren und eigentlich vorhatten, bis zu diesem Unfall, in 20 Städten aktiv zu sein. Und das ist für mich einer der Zukunftsmärkte, in denen eben auch mal von einem großen Automobilhersteller ein aus meiner Sicht sinnvolles, regelmäßiges Investment jedes Jahr im Milliardenbereich, also im kleinstmöglichen Milliardenbereich, aber immer im Milliardenbereich reingesteckt wird, wo man im Moment eben schon praktische Erfahrungen sammelt, die von den Kunden insgesamt bis zu diesem Unfall eben auch als sehr, sehr gut bewertet wurden. Denn man darf ja eins nichts vergessen. Und dann bin ich auch erstmal mit dem jetzt etwas ausufernden Monolog zum Thema autonomes Fahren fertig. In den USA gibt es im Augenblick 40.000 Verkehrstote pro Jahr. Und 90% dieser Verkehrstoten sind auf menschliche Fehler. Also mal während des Fahrens aufs Handy gucken, zu schnell fahren, ein größeres Schlagloch übersehen oder was auch immer da so passieren kann. Vielleicht ist es manchmal auch ein kleineres Schlagloch. Wenn man die amerikanischen Autobahnen abfährt, dann ist es möglicherweise auch mal eine etwas nervigere Reifenpanne bei den vielen Reifen, die da immer so rumliegen, dass das etwas ist. Also das sind Themen, wo man ansetzen kann und wo man mit Unterstützung von autonomer Fahrtechnologie mit Sicherheit die Anzahl der Todesfälle drastisch reduzieren kann. Und also ganz auf Null wird man sie nie bringen, weil auch die Computertechnologie wird irgendwelche Fehler, Bugs oder sonst was haben, die dann natürlich in einer ganz anderen Dramatik diskutiert werden, obwohl sie vor dem Hintergrund einer rein numerischen Betrachtung und auch einer Betrachtung im Vergleich zu den gefahrenen Kilometern jetzt schon deutlich besser abschneiden als die menschlich gefahrenen Kilometer, die normalen Verkehrsteilnehmer so hinter sich bringen. Naja, ich bedanke dir ja sehr für diesen Monolog, weil ich hätte ja gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Hier Level 2, Level 4, Level 5. Also, ich weiß, ich bin ja noch so Level 0.
ich sag Servolenkung, ABS, ASR, Airbag, ne, großartige Geschichten. Das ganze andere, diese Spurhalteassistenten, wo es überall piepst und sowas, ich weiß gar nicht, ob ich das im Auto brauche. Also wenn ich mal fahre, dann nervt mich das eher und nimmt mir den Spaß am Fahren. Also da bin ich Romantiker, aber ist natürlich auch kein romantisches Thema mehr. Weißt du, ich habe das eben schon mal gesagt. Es gibt Themen, Fortschrittsthemen, die kicken einen, andere Themen, die kicken einen nicht. Und ich habe an diesem ganzen Thema autonomes Fahren einfach nicht das Interesse. Ne? Ich finde spannend, solche Sachen zu lesen, wie jetzt in der aktuellen Spiegelausgabe, wie man mit Robotern in der Gastronomie was machen kann, trotz Fachkräftemangel, wie also so ein Roboter Pommes zubereiten kann. Ja, wenn das mal ausgerollt wird, was das bedeutet, beispielsweise für McDonald's. Sowas finde ich persönlich viel spannender. Jeder hat aber seine eigenen Themen, die ihn da triggern. Deswegen, ich könnte aus General Motors in keiner Form irgendwie einen für mich passenden Investment Case machen. Insofern, du wirst die Aktie wahrscheinlich dann irgendwann mal kaufen. Wir werden sicherlich dieses Thema autonomes Fahren auch noch ein paar Mal diskutieren. Aber es ist wirklich etwas, wo ich sehr wenig dazu beitragen kann. Ja, also in der Tat. Also das Lustige daran ist ja, du fährst ja auch gerne Auto, also weiß ich ja. Ja, deswegen nervt mich ja dieses Piepen, ja. Ständig irgendwo, du steigst aus, piep, 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 muss erst mal gucken, was piept jetzt. Warum kannst du nicht starten? Du musst den Schlüssel hier nochmal in der Position. Weißt du, ne, früher hast du Schlüssel rumgedreht. Nein, das hört sich jetzt wieder so an wie alter weißer Mann. Opa, ich lass dich mal weiterreden. Krieg, aber es ist einfach, weißt du, ich habe doch bei General Motors, das ist nicht mein klassisches Beuteschema, es ist kein Quality-Unternehmen, es ist hochzyklisch, es ist hochkapitalintensiv, ja, ROIC und so weiter, all diese Themen greifen nicht, es ist kein wirklich nachhaltiges Dividendenthema, wie so häufig in dieser Branche, dann könnte ein Investment Case ja nur aus Begeisterung für die Technologie kommen oder womöglich auch noch Kompetenz in dem Bereich, und das habe ich alles nicht, und insofern sage ich fertig, was soll ich da groß rumladen? Da kann ich ein paar Witzchen machen und kann sagen, okay, wir gucken mal drauf, wenn du da investiert bist. Genau, wir gucken darauf, wir werden da auch noch regelmäßig drauf gucken. Es gibt nebenbei auch noch gesagt, also da kommen wir jetzt einfach nicht mehr zu, dass ich das noch alles erzähle. Die Mary Barra hat ein sehr schönes Interview bei Barron's gegeben vor ein paar Wochen, wo sie über die vier Bereiche gesprochen hat, die für sie einfach ganz wichtig sein. Also dieses grundsätzliche Thema Fahren, das Thema Konnektivität, das Thema Autonomes und das Thema Vehicle Sharing, also Autoteilen, Sharing ist ja quasi schon ein deutsches Wort. Was ich daran nur so schön fand, und die Anekdote will ich dann doch noch erzählen, ist, dass sie schon eingestanden hat. Also bei Carsharing hat das, was sie da, die ist seit 10 Jahren CEO bei General Motors, und beim Carsharing hat sie dann schon gesagt, nach dem Motto, da waren sie nicht so erfolgreich, weil sie hätten total unterschätzt, dass den Leuten nicht klar ist, was die Total Cost of Ownership sind. Also was sind eigentlich die Gesamtkosten, wenn ich mir ein Auto kaufe? Und das ist natürlich, wenn ich mir ein Auto mal, Christian hat es ja schon mal gemacht bei Sixt, für einen Monat buchen möchte mit den Kilometern, dann verursacht das bestimmte Kosten, in denen natürlich auch Marge mitunter satt, in Christians Fall damals Sattes drin war, weil sich Sixt diese extra Kilometer sehr horrend bezahlen lässt. Aber lassen wir das mal beiseite. Dieses Thema, dass eine Amerikanerin feststellt, dass ihren Kunden die Total Cost of Ownership nicht klar sind, weil ja eben noch Versicherung mit dazu kommt, weil noch eine Werkstatt mit dazu kommt, und weil natürlich auch Sprit mit dazu kommt, das war ganz bemerkenswert, zumindest für mich. Und vor dem Hintergrund fand ich den Teil ganz schön, dass sie dieses Book by Cadillac deswegen offenbar entweder wieder eingestellt haben oder stark runtergefahren haben, weil das hat noch nicht so richtig gegriffen. Und von daher bin ich da sehr gespannt, was da passiert. Aber der Hauptansatzpunkt bei GM ist eben das Thema autonomes Fahren und Cruise für mich. Ähnlich hatte ich ja auch schon mal das Alphabet Investment mitbegründet. Und eine Sache will ich zum Abschluss dieser Besprechung dieser Aktie noch mit anschließen. Die zweite spannende Automobil-Story ist aus meiner Sicht bei Hyundai. Da nicht so sehr, weil die Automobil so viel vorhaben, sondern weil sie mit der Beteiligung an Boston Dynamics eben in dem anderen Spiel, nämlich Humanoide oder generell Robotik, auch ein starker
Marktteilnehmer aus meiner Sicht sein werden und von daher noch eine Rolle spielen. Und inwieweit Tesla dann möglicherweise auch in dieses Gameplay mit reinkommt, damit beschäftigen wir uns irgendein andermal, weil wir wollen ja noch eine dritte Aktie heute besprechen. Ja, und zwar eine Aktie, die wieder in mein Beuteschema passt. Allein wenn wir auf den ROIC, also auf die Rendite, auf das investierte Kapital schauen, in den letzten Jahren immer ausnahmslos jedes Geschäftsjahr über 20%. Also nur so zur Erinnerung, Warren Buffett sagt, er will 15 sehen. Das wäre also eigentlich richtiges Buffett-Beuteschema. Dazu Wachstumscompany par excellence. Umsatz in den letzten 5 Jahren um 17% per annum gesteigert, Free Cashflow um 32% per annum gesteigert, Free Cashflow jedes Jahr in den letzten 10 Jahren positiv. Also man würde jetzt denken, wow, das kann eigentlich nur eine Technologie-Company sein, aber Pustekuchen, es ist letztendlich ein Auktionshaus. Tobias, wir sprechen über Copart, ein Spezialisten für Fahrzeugauktionen. Und ja, ein Teil des Erfolgs basiert darauf, dass sie frühzeitig ins Internet gegangen sind, damals in den 90ern. Aber das Geschäftsmodell hat noch ein paar andere Highlights. Ja, also muss man schon mal sagen. Also ja, zunächst mal sind die in 11 Ländern unterwegs, nämlich neben Nordamerika auch noch in europäischen Ländern und dem Nahen Osten. Und die machen mal eben so 4 Millionen Transaktionen in einem Jahr, wo also insbesondere von Versicherungsgesellschaften die latent demolierten oder komplett demolierten oder auch nur leichter demolierten Fahrzeuge darüber versteigert werden. Ein ganz großer Anteil. Man kann es Teildefekt nennen, habe ich gelernt. Ist auch ein schöner Begriff, oder? Teildefekte Fahrzeuge. Ich finde Teildefekt übrigens eine sehr, sehr schöne Vokabel. Ich glaube, die geht in meinen Sprachgebrauch über. Also Teildefekt, da fallen mir noch einige andere Situationen ein, wo sich dieses Wort anbietet. Aber bleiben wir bei Copart. 80% des Fahrzeugvolumens kommen, wie gesagt, von Autoversicherungsgesellschaften, die dann Totalschäden haben oder die dann eben auch Fahrzeuge aus irgendwelchen anderen Gründen übernehmen. Und da geht's dann eben los. Und dann kann man nämlich in der Tat Teile davon verkaufen. Und da ist es dann eben so, in dem Moment, wo man 750.000 registrierte Kunden hat, die bereit sind, das abzunehmen. Also es wird dann so gesagt, naja, dass da im Grunde genommen natürlich professionelle Händler, das geht dann rein bis in Privatkunden. Ich frage mich dann immer, welche Privatleute wirklich dann auch mal auf die Idee kommen, 3 defekte Fahrzeuge zu kaufen. Und dann fällt mir ein Kumpel von mir ein, der total gerne an Autos rumschraubt. Naja, und wenn ich ein zerdeppertes Heck habe und eine zerdepperte Front, dann kriege ich ja da vielleicht, wenn ich ein drittes Fahrzeug habe, was vielleicht so einigermaßen runter ist, vielleicht die Teile so zusammen kombiniert, dass das dann insgesamt wieder ganz gut aussieht. Ich könnte es nicht, aber andere Leute können es. Und Copart ist eben das Unternehmen, das mit, wie gesagt, 4 Millionen Transaktionen und mit 750.000 Kunden da Geschäft macht und inzwischen eben auch nicht nur bei einer bestimmten Anzahl von Transaktionen angekommen ist, sondern auch bei einer bestimmten Anzahl von Umsatz. Und die ist dann passenderweise eben im Umfang von 4 Milliarden US-Dollar mittlerweile angekommen. Also das, was als Umsatz bei Copart ankommt. Und aus dem Umsatz machen sie dann immerhin eine Nettomarge von 33%. Und da kommt dann auf einmal ein Ergebnis raus von netto 1,4 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon sehr beachtlich. Ja, und was das Spannende an diesem Geschäftsmodell ist, dass sie ja sehr häufig diese Autos ankaufen, aber den großen Gewinn gar nicht mit dem Autohandel machen, sondern mit den ganzen Services drumherum. Das fängt an bei den Abonnements, die man abschließen muss, wenn man die Plattform nutzen muss. Gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen als Privatnutzer, als gewerblicher Nutzer, als Vielnutzer, aber dann auch Services rundherum,
wie die Logistik, wie irgendwelche Gutachten, Condition Reports, all das, was man sich noch dazu buchen kann. Das heißt, wir haben da also einen wachsenden Sockel auch mit dem Netzwerkeffekt von wiederkehrenden Umsätzen, was ja aus Investorensicht immer ein Argument dafür ist, ein Unternehmen höher zu bepreisen, als wenn es jetzt wirklich das zyklische Geschäft mit dem Hin- und Herflippen von Autos geht. Und was auch spannend ist, Sie haben für die Ausstellung Ihrer Autos, man kann da wirklich hinfahren, eigene Flächen, also wirklich angemietet. Das sind inzwischen auch 3000 Hektar, damit sind Sie also auch noch Landbesitzer. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, na, das treibt aber jetzt den Wert nochmal besonders, aber es ist mit ein Erfolgsfaktor, dass Sie insbesondere im Stammland USA, wo Sie 83% der Umsätze machen, wirklich relativ nah beim Kunden sind. Ja, und an der Stelle haben Sie logischerweise auch eine gute Verwendungsmöglichkeit für Ihr Kapital, wenn Sie wachsen wollen. Flächenankauf ist eines, was nicht zur Kapitalverwendung gehört, sind Aktienrückkäufe in großem Stil, sodass Aktien eingezogen würden. Im Gegenteil, also Aktien sind in den letzten 5 Jahren ein bisschen mehr geworden, aber nicht im beunruhigenden Umfang. Was aber spannend ist, es gibt auch keine Dividenden, sondern das Geld wird wirklich verwendet, um zu wachsen, jetzt auch im Ausland. Und man hat sich ein gutes Polster angelegt, nämlich 2,5 Milliarden netto Cash, was dann von der Marktkapitalisierung von 52 Milliarden abzuziehen ist, wenn man zum Unternehmenswert kommen will. Und allein die Größenordnung ist ja interessant. Wir haben hier 50 Milliarden über den Daumen Marktkapitalisierung bei einer Copart als Fahrzeugauktionsplattform und Service Provider und das mal verglichen mit rund 75 Milliarden Marktkapitalisierung bei Mercedes. Aber jetzt warte ich auf den Kramer Standardsatz. Tolles Unternehmen, aber viel zu teuer. Und? Selbstverständlich, den brauche ich ja nicht mehr sagen, weil den hast du ja gesagt. Und deswegen ist es ja immer schön, dass wir immer wieder in die Situation kommen, uns ein paar Zahlen anschauen zu können. Und wenn ihr mit mir zusammen mal in die Zeile des Kurs-Gewinn-Verhältnisses schaut, dann seht ihr, dass dieses Unternehmen lange Zeit auch im Bereich und auch des Öfteren, 2012, okay, da war es nicht so schwer, 2017, unter dem Faktor 20 zu erwerben war und dann die von uns schon oft beschriebene Multiple Expansion stattgefunden hat, die das Unternehmen eben jetzt in einen Bereich von in der Spitze 70 getrieben hat. Gut, da war es eher so eine Bewertungssituation, weil die Zahlen, die dann danach kamen, offensichtlich nochmal so deutlich besser waren und man die Ergebnisse so gesteigert hat, dass das KGV von da aus wieder deutlich zurückgekommen ist. Also der Gewinn pro Aktie war damals noch bei 63 Cent, ist jetzt bei 1,20. Also von daher hat sich da ein bisschen was getan. Aber in der Tat, also mir wäre es auf der Ebene zu teuer. Es ist jetzt nicht so, dass ich da komplette Bauchschmerzen kriege. Also ich vermute, dass ich das Unternehmen, wenn ich es dann irgendwie mal im Jahr 2017 aus Versehen gekauft hätte, dass ich es jetzt deswegen nicht verkaufen würde. Aber also auf der anderen Seite, wenn ich es in 2017 gekauft hätte, bei $8 damals, dann wäre ein Teil auf jeden Fall schon draußen. Aber ich würde die Restposition, die ich dann vermutlich noch hätte, jetzt nicht abstoßen. Ich wäre da relativ entspannt, aber für eine Aufstockung oder für einen Neukauf bietet sich das Unternehmen nicht an. Aber ich bin jetzt schon mal ein bisschen neugieriger geworden, weil gerade durch diese Flächenbeschreibung, ich finde ja sowas schon mal cool, wenn man so eine Aufnahme sieht, wo dann so hunderte oder tausende Fahrzeuge irgendwo rumstehen. Das finde ich schon mal ganz beeindruckend. Das würde ich mir gerne mal angucken. Oder vielleicht ist ja einer von euch gerade in den USA von Chicago zum Beispiel nach Vancouver unterwegs. Könnte ja sein, Felix, wenn du es nicht verstehst, diesen kleinen Hinweis. Und vielleicht gelingt es einem von euch oder dir, Felix, mal ganz kurz bei Copart auf so einem Lager vorbeizugucken und vielleicht ein paar Aufnahmen zu machen und uns zuzuschicken. Würde uns sehr freuen und würde dann auch in der Sendung selbstverständlich stattfinden, wenn wir nochmal kurz in einem
Mikro-Update dann über dieses Unternehmen sprechen, um das, was ihr dann eventuell fotografiert habt, einfach mal zu zeigen. Ja, also ich finde die Aktie jetzt auch nicht billig, sicher kein Schnäppchen, aber jetzt auch nicht so rasend überteuert, so bar jeder Vernunft, immer unter der Voraussetzung, dass sie das Wachstumstempo, was wir in den letzten 5, 6 Jahren gesehen haben, beibehalten können. Möglichkeiten der Expansion gibt es genügend, auch im Ausland. Sie sind ja auch in Deutschland, da haben sie allerdings gerade mal 2700 Fahrzeuge online, und dass der deutsche Automobilmarkt schwierig ist, das sehen wir ja beispielsweise an Auto 1. Deswegen Auslandsexpansion ist immer mit einem Risiko verbunden, aber kann auch ein besonderer Wachstumstreiber werden. Dazu sollte man nicht vergessen, auch wenn die Aktie sich in der Vergangenheit brutal entwickelt hat, seit 2008 ver-25-facht hat auf Dollarbasis, in den letzten 5 Jahren mehr als verdreifacht hat. Es gibt immer wieder mal deutliche Einbrüche von 20% oder 30%. Deswegen muss man hier nicht jetzt sofort irgendwie zugreifen, sondern wenn euch die Story gefällt, kann man das auch mal auf die Watchlist legen. Es ist jedenfalls ein Beispiel dafür, dass man rund um den Automotive-Sektor mit cleveren Dienstleistungen, die wirklich eine Problemlösung darstellen, tatsächlich auch das an Geschäftsmodellen entwickeln kann, was man bisweilen mit dem Wort Compounder beschreibt. Weitere von dieser Art habt ihr ja auch in den Top 10 des Wisdom Tree Automotive Innovator Index, etwa eine AutoZone oder eine O'Reilly, auch die logischerweise aus den USA. Da kommen wir vielleicht mal in einer der nächsten Folgen dazu. Das war's für heute mit dem großen Thema Automobilität, was uns sicherlich in der einen oder anderen Form immer wieder begegnen wird, und sei es in Form von Porsche, von Exor oder in Form von dem, was ihr uns unter diesem Video als Autoaktie, Aktie mit Autobezug vorschlagt und was wir uns dann anschauen sollen. Für heute war's das. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, bleibt investiert. Tschüss aus Berlin und aus München.